Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 auf Gottheit mit den Chinesen. Mit Qin Shi Huangdi? Fuck, jetzt habe ich vergessen, wie man seinen Namen sagt oder wie er geschrieben ist. Also, wenn ich wüsste, wie man ihn sagt in the first place. Aber wie man ihn schreibt auf alle Fälle. Wir werden hier jetzt anfangen, einen Siedler raushauen oder noch einen Schleuderschützen. Jetzt mal noch einen Schleuderschützen. Du gehst jetzt hier hin und wirst hoffentlich nicht gleich von einem Bahn genommen. Das würde mich sehr ärgern und ich würde einen Wutanfall bekommen. Das wollen wir nicht. Das ist nicht gut fürs Video. Möglicherweise wäre es sogar gut fürs Video. Vielleicht soll ich einfach mehr Wutanfälle bekommen. Dann kriege ich, würde ich ganz, ganz, ganz viele YouTube-Klicks bekommen. Oh, wäre das schön. Wurscht. Wir siedeln, also momentan siedeln wir noch nicht. Wir spielen munter vor uns hin. Warten darauf, dass Ägypten über seinen Schatten springt und uns angreift. Jo, eure Delegation ist uns willkommen und wir schicken auch wieder gleich eine zurück. Das funktioniert nur, wenn sie einem gerade eine geschickt haben. Also soweit ich weiß zumindest. Das heißt, das sollte man dann tunlichst tun. Okay, cool. Es ist so freundlich, wie wir wohl werden mit unseren lieben Nachbarn. Ich hoffe, es reicht, dass sie uns nicht angreifen, während wir im Krieg sind mit Ägypten, bezweifle es. Oh, ich hoffe, ich habe da jetzt nicht zu viel übergeforscht. Okay, das wird doch das hier ausgetauscht. Wir behalten die +1 Produktion, weil momentan unseren Handwerker haben wir ja schon gebaut. Der wäre eher für Außenhandel. Der war eher für das Triggern des Eureka-Moments zuständig, als für irgendwas anderes. Wo war da nicht irgendwo noch ein Barbarenlager jetzt? Oder wo ist dieser verdammte Speer hergekommen? Und wo ist er jetzt hingegangen vor allem? Dammit. Okay, die sind schon in der Klassik. Deswegen keine offenen Grenzen mehr für uns. Oh, du könntest bald... Ui, es gibt keinen Ausweg. Es ist eine Falle. Luke, es ist eine Falle. Okay. Wo ist der hin? Dammit. Sagt nichts Gutes aus. Mit dir warten wir jetzt darauf, dass wir die Bananen verbessern können. Du hast die Produktion abgeschlossen. Will ich jetzt einen Siedler bauen? Ich will einen Siedler bauen. Wir bauen jetzt kurz einen Siedler. Vor allem, wir haben eh nicht so viel Geld, um ganz so viele Schleuderschützen abzugraden. Und dann hoffe ich irgendwann eigentlich, wobei, wir müssen dann eh noch mehr Schleuderschützen bauen. Ich habe das nicht gut getimt. Ich sollte eigentlich längst Bogenschießen haben. Crap. Aber Bewässerung brauche ich ja auch. Zu wenig Heureka-Moment. Das ist eindeutig das Problem hier. Nein, du machst das nicht. Ich scheiß auf den Stein. Ich will die Bananen. Ja, come on. Ein Siedler. Wirklich nirgends. Aber ein bisschen Mitleid Ägypten. Mit einem armen, kleinen Chinesen. Wir stellen uns mal wieder hier hin, falls die Ägypter schon einen Siedler durchbekommen haben. Durch unsere Ein-Mann-Speer. Blockade hier. ja, warten. Ich tue jetzt trotzdem nicht verschanzen oder einschläfern, weil sonst vergesse ich es dann wieder. Ich kenne mich. Irgendwo ein Barbare oder irgendwas ähnliches, was man killen kann. Come on, Leute. Normalerweise sind überall Barbaren und jetzt nirgendwo welche, wenn man welche braucht. Irgendwas zum Killen, okay? Ich brauche irgendwas zum Killen. Ja, keine Politik ändern. Momentan, wir können jetzt gleich mal Staatsdienertum uns holen. Das wird auch nett. Einheitenunterhalt um 1 Gold pro Runde und Einheit reduziert werden wir benutzen, sobald wir unsere Armee aufgebaut haben. Früher ist Reich auch eine nette Sache, aber ich baue meinen Siedler jetzt gerade und mehr Siedler habe ich eigentlich nicht vor zu bauen, weil dann nachher müssen Bogis rausgehaut werden und Krieger und ähnliches Gesocks. Ah ja, Krieger kann ich einfach bauen, bevor ich Bogenschießen habe. Ha! Here we go. Du wartest immer noch. Du, keine Ahnung. Rennst herum und versuchst irgendetwas zu finden, das du töten kannst, aber bist dabei nicht besonders erfolgreich, wie man sagen muss. In und Siedler? Nein, Krieger da. Okay, interesting. Kannst du dich mal noch hier oben ein bisschen umschauen. Da sind natürlich überall Barbaren, eh klar. Da ist ein Barbare, aber du bist kein Schleuderschütze, das bringt mir nichts. Ägypten ist von der Antike zur Klassik fortgeschritten. Das ist mir schon aufgefallen, liebes Spiel, danke. Ich weiß nicht. Einfach da ein bisschen in der Gegend rumlaufen.
Wahrscheinlich das Beste, was ich tun kann. Hier kommt die Stadt hin. Hoffentlich. Hallo? Okay, gehen wir mal wieder zurück. Damit wir unsere Stadt nicht ganz wehrlos zurücklassen. Was ist gerade passiert? Irgendwas. In ein Geräusch. Ich kann die Geräusche noch nicht gut voneinander unterscheiden. Weil es. Hä? Ist das der Barb hier, der aufgetaucht ist, oder was? Wahrscheinlich. Ich nehme es einmal an. Du gehst. Wohin denn? Zurück in die Stadt, meinte ich, oder? Ja. Wässerung in 2 Runden fertig. Das heißt, wir werden uns jetzt hier rüber bewegen. So, jetzt sehen wir zumindest mal, was hier ist. Ein ägyptischer Krieger, wunderbar. Noch ein ägyptischer Krieger. Eigentlich könnte ich dich einfach heilen dort. Das wäre weniger Zeitverschwendung, als einfach auf nächste Runde zu klicken. Der Kongo ist von der Antike zur Klassik gefallen. Gerüchten zufolge hat die Ägypten gerade Jerusalem den Krieg erklärt. Warum nicht mir? Du Schwein. Was ist das in Jerusalem? Können wir Jerusalem befreien gehen, aber Jerusalem ist mir ziemlich egal eigentlich. Weil es wäre vielleicht eine nette Stadt, um sich zu holen. Da gibt es Tee. Okay, Moment. Du bist die Hauptstadt. Das sackt natürlich ein bisschen. Weil sonst hätten wir die behalten können und die hier eins nach rechts, zwei nach rechts verschieben können. Und dann hätten wir hier schöne Luxusressourcen gehabt. Aber nein, das spielt es natürlich nicht. Ja, aber Jerusalem liegt dann auch blöd. Wie komme ich an diese Luxusressourcen hier? Crap. Also, wo könnte ich dich umbauen hin? Naja, da ist ein Stadtstaat. Damn it. 1, 2, 3. Ich könnte dich wenigstens hier hinstellen, damit ein bisschen mehr Platz ist dazwischen. Hier hin wäre natürlich noch besser. Aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass da vielleicht der Stadtstaat ist und ich da deswegen keine Siedlung hinbauen kann. Und du solltest dann wahrscheinlich. Keine Ahnung. Dahin? Dahin, weil da gibt es einen geilen Campusplatz. Da oder dahin? Hm, 1, 2, 3, 4, da. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, irgend sowas. Einfach das Dreieck ein bisschen größer machen. Das wäre die Idee. Du verschanzt dich mal. Du gehst hier rüber. Hoffentlich ist da kein Barbare. Nope, da ist kein Barbare. Wir sind gleich mit dem Siedler fertig. Der Schleuderschütze hier kann den beschützen gehen. Wir sind gleich mit Bewässerung fertig und dann geht's ab. Das Bogenschießen lernen. Es ist höchste Zeit. Pisst mich ein bisschen an, dass wir den Horika-Moment nicht kriegen. Also es ist noch nicht sicher. Aber es schaut mir leider sehr danach aus. Nice. So, du kannst jetzt hier das bauen. Plus 1 Gold. Kriegen wir nochmal plus 1 Gold. Machen wir ein bisschen mehr Gold als vorher. Ist auch nett. So, ich renne jetzt mit meinem blöden Siedler alleine herum. Das ist natürlich eigentlich ziemlich behindert. Das heißt, wir werden da gleich mal rüber gehen. Bogenschießen. Ja, selbstverständlich Bogenschießen. Du haust dabei jetzt mal ein paar Krieger raus. Du. Schaust, ob da mal irgendwo vielleicht ein einsamer Siedler rumläuft. Nirgendwo irgendwas. Schauen wir uns mal da oben um. Vielleicht lassen sie da oben einen Siedler rumlaufen. Keine Ahnung, wie sie. Oh. Goodbye. Das wird er höchstwahrscheinlich nicht überleben. Okay, die Barbaren. Es ist wichtig, zu haben eine glückliche und engagierte Workforce, als es ist, zu haben eine profitable Bottomline. Jo. Spielunterholung? Nein, frühes Reich und dann geht's gleich weiter, das kann ich dir jetzt schon sagen, in Richtung politische Philosophie. Frühes Reich könnte sich ausgehen, der heurige Moment. Der wird sich ausgehen. Mindestens 6. Wird er sich ausgehen. Aber ich sollte eigentlich nur zur Hälfte erforschen. Okay. Eigentlich nicht einmal ganz bis zur Hälfte, weil ich kriege 60%, aber what can you do? Wollen die mich jetzt schon angreifen? No, what? Kein Grund, hier ein Risiko einzugehen, bevor ich dann den verdammten Siedler verliere. Schaut mir wenig danach an, als hätten die Lust, mich hier anzugreifen. Ich will ja eh, dass sie mich angreifen, dann muss ich sie nicht angreifen. Oder ich will, dass ich sie angreifen kann, indem ich mir einen Siedler hole. Das sind so die zwei möglichen Szenarien, die mir gefallen. Wobei zweiteres wesentlich besser wäre als ersteres, aber ich habe die Hoffnung schon ein wenig aufgegeben. Aha, was genau? Kannst du bitte nicht im Weg rumstehen? Das ist ziemlich nervig. Okay, ein weiterer Krieger gebaut. Und ein Händler wäre natürlich auch eine tolle Idee. Ganz kurz so dazwischen. Zuerst noch einen Krieger und dann bauen wir den Händler, weil wir müssen die Stadt noch zuerst gründen, damit das was bringt, dass wir den Händler gemacht haben. Ja gut, ich meine, langsam kannst du dich mal wieder zurückbewegen, weil wir müssen dich ja dann upgraden.
Ansonsten bringst du relativ wenig. Immer noch kein Siedler irgendwo. Da ist der Siedler. Fuck. Aber er, seht ihr? Sie sind manchmal nicht blöd. Das ist das Problem. Sie sind einfach nicht blöd. Sie sollten wieder ein bisschen blöder werden. Goddammit. Aber sie wird das jetzt wohl nicht auflösen, nehme ich mal an, wenn mein Speer daneben steht. Schwer hat man's, schwer hat man's. Du bist der bessere Beschützer hier, der bessere große Bruder. Gut, das heißt, dahin ist der Siedler verschwunden. Und, ja. Come on. Come on, du willst es doch auch. Du willst doch auch diese Einheit hier auflösen. Gib's zu. Jetzt haben wir noch einen Krieg gemacht, dann werden wir jetzt den Händler bauen und nachher geht's ans Boogies machen. Du. Habe ich dich schon bewegt? Ja, okay. Alles klar. Du kommst hier hin. Du bist immer noch unversehrt, was extrem amüsant ist. Ja, aber ich bin auch das nächste an den Sumerern. Das gibt's nicht. Ich bin echt im Arschwinkel der Welt. Du kriegst eine Beförderung. Oder wer kriegt eine Beförderung? Niemand kriegt eine Beförderung. Ich dachte, jemand kriegt eine Beförderung. Aber ich lag falsch, wie es aussieht. Wo? Da drauf, verdammt, da komme ich nicht hin. Damn it. Ja, du kannst da. Kannst schon mal in die Richtung gehen. Ist in die Richtung. Genau. Hier kommt die Stadt hin. Ihr wollt mich angreifen. Ich weiß, dass ihr mich angreifen wollt. Ihr versteckt es nicht gerade besonders toll, möchte ich nur sagen. Okay, nobody here. Die sind immer noch beschützt. Leider Gottes. Ja. Und er hat auch noch einen, egal wie angeschlagen der ist. Ich werde mit dem Speer den Krieger nicht killen können. Traurige Sache. Stadtgründen, das ist er ja. Da sind die Edelsteine. Campus, zweimal Gips, da einmal Reis. Jo. Das wird die Stadt. Du baust das erstes. Ah, verdammt, das sind immer noch Schleuderschützen. Ich will keine Schleuderschützen bauen. Wir haben ein bisschen Produktion ins Monument kurz. Das ist nicht meine erste Wahl ist, aber hey, here we go. Der Händler ist in zwei Runden fertig, dann habe ich immer noch kein Bogenschießen. Ah! So sad. Bleibst da mal stehen. Du sollst hier unten rein. Du kannst mal darüber gehen. Bleib da mal stehen, damit du dich nicht weiter bewegen kannst. Oh, vielleicht kann ich mir das Barblager hier. Ah nein. Ich habe nicht gesehen, dass die da schon Einheiten haben. Vor allem welche, die da drauf gehen können. Was ist denn das für ein Ding? Das ist ihre Spezialeinheit, oder? Ah, Kriegswagen. Alright. Ich hoffe, die sind bald mal obsolet, ansonsten habe ich wiederum ein Problem. Schauen uns hier mal noch ein bisschen um. Du kannst dich hier umschauen. Wo baust du jetzt noch in eine behinderte Stadt hin? Oh! Ah, Reiter! Lauf weg! Wo sind die jetzt hin wieder? Du kommst dahin. Kommst dahin. Wir können hier mal schon mal Aufstellung nehmen, aber wir haben noch viel zu wenig Bogies. Vielleicht habe ich das Bogenschießen zu spät erforscht. Da kann auch keiner damit rechnen, dass wir keinen Eureka-Moment bekommen. Du wirst jetzt selbstverständlich Stadt wechseln, hier nach Chengdu gehen. Ich muss kurz niesen, sorry. Okay. Und Schleuderschütze in zwei Runden. Ja, okay, ich kann den auch noch upgraden. Also bauen wir einen weiteren Schleuderschützen. Du hier. Yeah, I don't know what to do with you. Bleib halt mal hier stehen. Ich meine, irgendwann fragen sie uns jetzt wegen unseren Truppen wahrscheinlich. Aber oh well. Wo ist jetzt der hin? Hat er sich wieder zurückgezogen oder ist er an mir vorbeigekommen? Sumerien hat die Regierungsform gewechselt und ist jetzt eine Oligarchie. Das werden wir auch. Diese Bitte ignorieren, das werden wir auch machen. Ist da jetzt der dumme Speer. Mann, nicht Speer. Siedler. Wo ist der Siedler? Ist der jetzt wieder in der Stadt? Ist auch okay, dann kriegen wir ihn schlussendlich wahrscheinlich auch noch.
Du gehst nach Xi'an. Bisschen Nahrung, ein bisschen Produktion. Naja, du wartest hier, bis ich dich upgraden kann. Dann haben wir drei Bogis, das ist nix. Wir brauchen viel mehr als drei Bogis. Viel mehr! Okay, friss reich. Ah, ich hab's schon wieder nicht. Ich hab jetzt schon wieder so. Jetzt schon wieder so viele Fehler gemacht. Ich hab schon wieder vergessen, das richtig auszunutzen, den Horika-Moment. God fuck me. Politik ändern? Nein, wir haben eh die richtige Politik, oder? Nix von dem gefällt mir gerade besser. Nein. Also, here we go. Upgrade um wie viel? 30 Gold. Ja, yep. Das ist nett. Da ist sogar ein Bogi draus geworden, das wusste ich nicht. Wir haben also drei Bogis. Wir haben bauen gleich an unserem vierten Bogi. Und hier Forschung. Das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Steinmetzkunst wäre eigentlich eine nette Sache irgendwann mal. Aber wir bauen hier jetzt Bogenschützen. Das ist, was wir tun wollen. Du hier, wir können uns zumindest mal hier kurz umschauen. Da ist ein Arbeiter. Wo ist dieser Siedler hin? Ich sehe aber auch nicht, dass sie eine andere Stadt gegründet hätten. Das ist mir ein Rätsel. Bleibst du mal hier stehen. Wie wollen wir diesen Angriff eigentlich planen? Ich kann von hier aus auf die Stadt schießen, von hier aus auf die Stadt schießen, von hier aus auf die Stadt schießen, von hier aus auf die Stadt schießen und von hier aus auf die Stadt schießen. Das ist ziemlich nice eigentlich. Das heißt, wir werden uns eher in der Richtung bewegen. Du gehst mal hier hin und hier hin. Offene Grenzen, offene Grenzen. Ja, eigentlich gerne. Das Problem ist, dass all diese Nettigkeiten, die wir hier austauschen, genau nichts tun werden. Ich weiß es, ich kenne dich. I know your Spiel. Aber ich kann mich gerade nicht mehr wehren. Oh Gott. Okay. Da ist er. Das ist das verdammte Ding. Ich meine, er hat zumindest den Krieger nicht geil. Kann ich mit zwei Speeren da irgendwas ausrichten? Ich würde gerne einen Speer opfern. Für den Siedler. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber ich glaube, das ist leider immer noch ein bisschen wenig. Wir müssen ihnen folgen, wenn sie ein bisschen weiter weg sind von ihren restlichen Einheiten. Vielleicht nochmal ein Barbare, der sich da der Selbstmord begeht. An den Ägyptern. Ist auch eine nette Sache. So. Kommen wir alle hier hoch. Ihr chillen hier nur an eurer Grenze. Ihr habt es eh schon gemerkt, ich weiß, aber fuck it. Who cares? Ich habe ihnen ja nicht versprochen, dass ich sie nicht angreife. Ja, ich weiß, wir mögen uns gegenseitig nicht. Ich glaube, das haben wir jetzt mittlerweile gut etabliert. Oh, warte mal. Wo kommst denn du hin? Sehe ich da eine Möglichkeit, vielleicht ein bisschen interessante Dinge zu machen? Wenn du in die Nähe eines Krieger kommst, ist das natürlich eine andere Sache. Wir chillen mal hier ein bisschen mit dem Bogenschützen. So, da unten hätten wir mal alles erforscht. Du kannst dich mal kurz heilen, damit du mir nicht gleich wieder abstirbst. Und dann müssen wir mal in die Richtung uns umschauen gehen. Aha, der heilt jetzt. Das Schwein. Wäre aber ein guter Kriegsanfang. Muss man sagen. Ey, da ist auch noch gleich ein weiterer. Ja, wir bauen Bogis. Du kannst deine Krieger haben, ich habe meine Bogis. Das ist okay. Finde ich eine ausgezeichnete Aufteilung an Einheiten. Sondern du keine Reiter oder Streitwagen oder sowas Böses baust, sind meine Bogis hochzufrieden. Die haben doch sicher auch eine dumme Spezialeinheit ganz am Anfang des Spiels, oder? Ein paar viele Einheiten, die du da hast. Just saying. Ich glaube leider, dass wir mit zwei Speeren und sogar mit zwei Speer und einem Krieger nicht besonders weit kommen werden hier. Aber vielleicht, wenn noch ein Bogi dazu kommt. Du kommst mal hier hin. Mal sehen, wie lange die hier noch rumstehen. Aha. Langsam wird's interessant. Langsam wird's interessant. Wir machen das mal so. Schauen, wo er hingeht. Es sieht ein bisschen angsteinflößend aus hier. Was soll das? Okay, du kommst mal dahin. Weitere Bogenschütze. Du kommst hier hin. Wir haben jetzt. Wie viele Bogenschützen? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Bogis. 8 wäre so eine gute Zahl zu haben, würde ich sagen.
Das heißt, wir können bei politischer Philosophie dann eigentlich kurz mal wechseln auf Siedler bauen, weil dann baue ich einfach noch mehr Städte. Wobei, wenn ich hier eine baue, zu mehreren ist natürlich ein Problem. Das wir nicht übersehen dürfen. Ich brauche Siedler für hier. Einen kriege ich von Ihnen hoffentlich. Meistens hat sie KI aus irgendeinem Grund einen Siedler in ihrer Stadt drin. Oder ein weiterer Handwerker wäre natürlich auch keine blöde Idee. Aber momentan noch Bogis. When wasteful war shall statue. Forschung wählen als nächstes. Kurz mal die Schrift, weil das brauchen wir später eh. Du machst das Monument fertig. Und dann blau, grau, ich kann nicht mehr reden. Glaube ich, brauchen wir hier wohl eine Stadtmauer. Weil. Reasons. Okay, wir sind schon wieder fertig mit der nächsten Episode. Wie immer, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen. So weit, so gut, würde ich mal sagen. Sieht nicht, da ist ihre fucking Spezialeinheit. Wagenbogenschütze. Ich hasse es jetzt schon. Ich hasse diese Einheit jetzt schon. Mein Gott. Schrecklich wird's, oder? Egal, wir werden unser Bestes geben. 8 Bogis, 3 Krieger ist doch eine recht ansehnliche Armee. Das werden wir am Schluss aufgebaut haben. Ich hoffe, wir kriegen diesen Siedler hier. Hier oben. Jetzt habe ich gerade mit meiner Hand auf meinem Bildschirm gezeigt, wie ein Vollidiot. Anyways, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.